Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Kommt runter. Macht euch mental darauf gefasst, was gleich auf euch zukommt. Ich will jetzt 1 Million einzelne Chats sehen, weil ihr alle Maschinen seid. So, ich habe Lara kurz geholfen beim Umziehen. Die ist auch übrigens gleich da. Gleich gibt es ein Workout. Was braucht ihr heute? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe spontan ein paar Übungen im Kopf mir überlegt. Ich habe jetzt keinen großen Plan, aber das ist euch ja bewusst, dass wir jetzt spontan sind. Ne? Also, wahrscheinlich braucht ihr eine Anhöhe. Ja? Und das heißt, irgendwie einen Stuhl oder hier eine Couch oder sowas, wo wir die Füße hochlegen können oder Arme oder so. Dips können wir auch mal machen. Können wir Dips machen? Was? Ja, können wir Dips machen. Sehr gut. Oh, so eine richtig eingestaubte kleine Masse. Wow. Und dann sieht man, Freunde, Lara macht hier regelmäßig Sport. Hier 3 Kilo Staub hier auf Ohr. Ich hoffe, keiner von euch hat Stauballergie zu Hause. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Kleine Mobi machen wir jetzt. Kleine Mobi. Aber hier die Lampe nervt. Kleine Mobi machen wir jetzt. Lara, komm. Wo bist du? Lara, du musst jetzt die Mobi machen. Lara! So, wir machen ein kleine Mobi, ja? Machen wir eine kleine Mobi? Eine Mobi? Ja, eine kleine Mobilisierung. Eine Mobilisierung. Okay. Und zwar werden wir jetzt die Brust ein bisschen aufdehnen. In Richtung Kamera immer. So, mitmachen! Also, wir stellen uns stabil hin, ungefähr schulterweit nach den Knie gehen, einmal selbst umarmen und dann die Arme diagonal wegstrecken. Genau, dann wieder selbst umarmen und die andere Richtung diagonal wegstrecken. Und umarmen. Und wegstrecken. Oh, vielleicht knackt das an einer ein oder anderen Stelle. Ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, hier mal die Brust richtig zu dehnen, oder? Ist schön. Ist schön, oder? Ja, ist schön. Ist wirklich schön. Ja. Kann man mal zwischendurch auch mal machen. Oh, weil wir sitzen uns immer so oder fahren so Auto, das ist alles verspannt. Aber deswegen wollen wir das hier schön weit öffnen. Nochmal. Ja, Alter, du kommst ja richtig weit nach hinten. Das ist ja unheimlich. Das ist ja richtig unheimlich. So einmal noch. Okay, Schulter rückwärts kreisen, große runde Kreise mit der Schulter. Der Chat ist ausgegangen. Ja, der Chat ist nicht aus, dein Tablet ist aus. Du musst ihn nur anmachen. Vielleicht musst du deinen Screen. Schulter rückwärts kreisen, Lara. Ja, warte. Jetzt. Ja, ich habe eine Ausrede, warte. Komm gerade vom Sport, schön andere Leiden zu sehen. Scheiße. Scheiße. Nie. So, jetzt. Wir sehen den Chat halt eh nicht, ne? Bis hier. So, wir sehen ihn. Okay. Schulter rückwärts kreisen. Große runde Kreise. Sehr gut. Ja. Muss ich das auch machen? Ja. Okay, wir werden jetzt den rechten Arm Richtung Decke strecken. Und die linke Hand Richtung Boden und am besten die Handfläche immer in die jeweilige Richtung zeigen. Also die Handfläche nach oben, die andere Handfläche nach unten und richtig so auseinanderziehen. So als würde jemand nach unten ziehen und jemand nach oben ziehen. Richtig weit auseinander und dabei gerade stehen, wenn es geht. Und die andere Richtung. Auseinanderziehen. Und andere Richtung. Soweit es geht, die Handfläche nach unten, soweit es geht, die Handfläche nach oben. Und andere Richtung. Weit auseinander. Oh, okay, das war schön. Wir runden uns jetzt in der Brustwirbelsäule und falten dabei die Hände. Wir falten die Hände, nach außen drehen und dann so richtig rund machen. Also Kinn auf die Brust, so richtig rund machen. Und jetzt nach außen strecken. Das heißt richtig Brust raus, Sternum nach oben, vielleicht leicht nach oben gucken, richtig öffnen. Und öffne dich weit. Und jetzt wieder rund machen. Nach vorne, knapp die Brust. Und knapp die Brust und nach vorne. Schön rund machen hier. Oh, das ist schön. Ja, ich will schon. Und nach außen nochmal. Oh, schön weit öffnen. Soll ich vielleicht die Fenster zumachen?
Nachbarn? Dann saß du wegen Nachbarn. Boris, Hilfe! Und wieder nach vorne. Ein letztes Mal nach vorne. Boris! Und nochmal ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Sorry, Chad. Okay. Wenn stabil stehen und dann Hüfte kreisen. Mal die Hüfte kreisen jetzt. Ich glaube, wir haben ja guten Sauerstoffmangel. Das merkt man vielleicht auch. Wir haben Sauerstoffmangel. Wir haben also und viel Spaß im Leben. Das stimmt. Spaß im Leben ist wichtig. Schön die Hüfte kreisen. Und andersrum kreisen. Andersrum kreisen. Das ist richtig gut. Die machen alle mit. Die fühlen sich jetzt schon besser als vorher, Lara. Wir machen hier den Service für die Leute. Das ist ein guter Service. Schön kreisen. Okay, und jetzt ziehen wir mal das rechte Knie hoch. Und ohne dabei umzukippen. Kannst du das? Oh! Ich lese es nachher vor, Chad. Jetzt wollen wir den Fußkreisen rechten. Oh, das geht ja sogar ganz gut bei dir. Gute Balance hast du, ne? Ja. Weil du Tänzerin warst. War. Warst. Ja. Ja, Tänzerin ist auch. Und andersrum kreisen. Und dann ziehen wir das Bein nach hinten. Kurz halten nur. Warte. Was ist denn? Was ist umgefallen? Ich wollte nur. Das ist gut. Wir greifen jetzt, pass auf. Wir greifen jetzt mit der Hand innen am Fuß. Sieht man das, Chad? Innen am Fuß. Das heißt, die Handfläche zeigt nach außen. Der Teppich ist halt so uneben, ne? Mhm. Und jetzt wollen wir das Bein nach hinten strecken. Gleich nach hinten strecken. Das heißt, wir haben hier die Hüftbeugerdehnung. Kurz halten. Ich habe hier so Beulen im Teppich. Doch, komm, hier. Konzentrier dich. Mir fehlt so eine Stange. Meinst du mich? Ja, hört auf, Spaß zu haben. Hier ist spaßfreie Zone. Hast du gehört? Spaßfreie hier ist spaßfreie Zone. Wie weit muss man denn ziehen? Nur ein bisschen. Okay, alles klar. Wir wechseln jetzt. Das Bein nach oben ziehen. Ich hab so unebene Beulen hier. Und dann. Ich brauch die Matte vielleicht. Dann geh hier. Nee, ich nehme die Matte. Geh hier, da wollte ich gerade was. Nach oben und Fuß kreisen. Andersrum kreisen. Du bist andersrum kreisen. Du bist eine Beule, ey. Du bist eine Beule. Du hast eine Beule. So, wir ziehen den Fuß wieder nach hinten. Po anspannen, linke Pobacke. Linke Pobacke? Ja, anspannen. Kann ich mich, ich muss mich irgendwie festhalten. Entschuldigung. Merke schon. Und jetzt wieder innen greifen. Also von innen, Handfläche zeigt nach außen. Wir ziehen das Bein nach hinten, kippen leicht nach vorne. Kurz halten. So 5 Sekunden. 4. Das tut doch rechts immer schwer. 3. Ja, weil du schon die sehen musst. 2. 1. Sehr gut, Lara. Sehr gut, Lara. Ja, das gehörte dazu. Das war die Punkte. Okay, dann gehen wir noch zwei Übungen noch. Kurz in den Vierfüßlerstand. Gehen hier runter. Das ist aber ein Vierfüßlerstand. Ja, Vierfüßler, weil du auf allen Vieren jetzt bist. Wie deine Katzis. Vierfüßlerstand. Ist das witzig? Das ist witzig. Okay, hier Füßlerstand. Und jetzt werden wir mit dem linken Arm uns weit ausdrehen, soweit es geht. Richtig weit ausdrehen. Weit. Brust öffnen. Und wieder eindrehen. Und zwar innen am Arm vorbei. Soweit es geht, nach innen. Ja, wenn es knackt, ist es okay, solange es weh tut. Und wieder nach außen. Weit nach außen drehen. Und nach innen. Wie weit denn? Weit, soweit es geht. Soweit es geht. Genau. Und ein letztes Mal nach außen. Okay, wieder. Wie viel ist der Stand? Und jetzt logischerweise. Mitten in der Mumie. Scheiße!
Was soll das? Hilf mir gleich dann. Und wir werden jetzt mit rechts. Wir werden uns mit rechts ausdrehen. Ah, schön. Oh. Was war das? Hallo, ich bin Zukunfts-Gino. Weil Lara und ich so viel Spaß haben, gibt es eine Trippelrunde. Das ist eine Trippelrunde. Umgedreht. Eine Trippelrunde? Ja, normalerweise meine ich Doppelrunden. Nee. Und die wollen jetzt eine Trippelrunde, weil wir so viel Spaß haben. So, wir drehen uns nach innen. Komm, Lara, mach mit. Nach innen. So, warte, erstmal außen. Nach innen. Wie dritte? Ja, weit. Wieder nach außen. Leid. Oh, nach innen. Und ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Was, Dachse? Nix. Okay. Und letzte Übung. So bleiben, aber die Knie weit auseinander. Weit auseinander, ja. Füße auch, so nach außen. Und wir schieben Hüfte nach hinten. Es ist ein Sportstream. Ja, es ist ein Sportstream. Wir schieben Hüfte nach hinten. Jetzt sollten wir hier... Was, warte mal, was soll ich machen? In der Leiste mehr. Also, Knie nach außen, nach hinten schieben. Einfach nur nach hinten schieben, kurz halten. Wir öffnen die Hüfte jetzt. Ist wichtig, wenn man Rückenschmerzen hat, Rückenverspannung, die Hüfte zu öffnen, damit man... Meine Mama guckt zu! Solche, ja? Wirklich? Ja. Aber wirklich? Hallo Laras Mama! Hallo Mama! Mach doch einfach mal mit! Du kannst auch hier mitmachen. So? Ja, genau, mit Füßen nach außen. Hier nach außen. So, genau, weil so cheatet man. So cheatet man? Ja, genau, so. Und die Hüfte nach hinten und dann sollte man hier innen was merken. Und, was ist denn das? Hund? Hund. Und wenn das hier innen verspannt ist in der Hüfte, dann muss der Rücken kompensieren, so kommen Rückenverspannungen zustande. Das heißt, man muss das hier alles hier dehnen. Merkst du die Dehnung da? Du bist ja, jetzt schieb mal die Hüfte. Ach, kannst du noch weiter nach hinten? Nach hinten mit der Hüfte? Ja, so. Ach so. Ja. Ich kann nicht auch weiter. So weit es geht. Aber auch mit den Händen dann? Ja, ein bisschen. Ach, du bist ja sehr, sehr beweglich. Okay, das finde ich gut. Wir halten noch kurz. 5. Noch 3. Das zieht ein bisschen. 2. Bei mir zieht es ganz gut. 1. Okay, wir lösen wieder von nach vorne. Alles klar. Und dann sind wir durch mit der Mobi. Oh. Seid ihr mobil, eins im Chat. Seid ihr mobil, trinkt bisschen was und dann geht's gleich los mit unserem kleinen Workout hier. Meine Mama ist so süß, ey. Wer ist denn deine Mami? Mama Loft. Oh, Mama Loft, süß. Mama Loft. Das ist ja süß. Macht ihr alle mit, sagt sie? Oh. Sehr gut. Die meisten sind noch mobil, sehr, sehr gut. Cool. Ah. Hier. So. Morgens bin ich heiß. Weiß. Hell. Weiß. Hell. Aber es ist weiß. Aber hell. Wir machen 2 Übungen hintereinander. Die erste Übung wird sein, ich zeige es euch jetzt einmal. Die erste Übung wird sein Sumo Squat. Und die zweite Übung wird sein, was Lara schon zeigen wollte, Hip Thrusts. Dafür brauchen wir hier die Anhöhe. Ihr habt, wie gesagt, einen Stuhl oder auch eine Couch oder irgendwas, was so maximal kniehoch ist. Am besten gegen die Wand gelehnt, damit es stabil ist, weil wir uns da gleich gegenlehnen werden. Sumo Squat sehen so aus. Ungefähr leicht nach außen die Füße, ungefähr 1,5 Schulterweite und dann aufrecht bleiben, runtergehen, hochgehen. Also ähnlich wie Kniebeugen, nur dass die Knie jetzt deutlich weiter... deutlich weiter außen sind und wir schön mit dem Po arbeiten, dass die Knie auch wirklich außen bleiben. Ja? Also das hier wie die normale Kniebeuge und das sind Sumo Squats. Weiter stehen, Knie nach außen drücken und richtig den Po merken. Und die zweite Übung, die wir gleich im Anschluss machen, ist der Hip Thrust. Das heißt, wir lehnen uns gegen Couch, Stuhl, Bettkante, wie auch immer. Oh, das rutscht nicht. Und dann drücken wir uns aus der Hacke nach oben. Also Fußspitze nach oben, aus der Hacke nach oben. Po anspannen, wieder runter. Zack, Po anspannen, wieder runter. So, wie viel machen wir? 10, 10. 10. 10, 10. Kurze Pause, 10, 10. Kurze Pause, 10. Ja, geil? Ja. Ready? Nein. Bereit? Ja, nein. Okay, komm. Okay. Komm, Lara. Okay, Sumo Squats. Also 1,5 Schulterweite, richtig weit stehen. Füße nach außen, wirklich so 45 Grad nach außen. Wichtig ist, dass die Knie nicht nach innen fallen, sondern immer schön außen bleiben, ja? Deswegen brauchen wir die Hüftöffnung. Bleiben relativ aufrecht, gerne die Arme nach vorne schieben und dann
geht's jetzt runter. Alles klar? 3, 2, 1, los geht's. Runter, runter. Und nach oben. Sehr schön. Was machen wir mit den Armen? Ja, nach vorne, damit wir ein bisschen okay. Balance haben. Und noch. Zack, sehr gut. Und der dritte. Sehr gut. Und oben maximale Po anspannen. Zack. Der vierte. Und zack. Der fünfte. Das Geld ist der Fernsehspiegel. Oh, stimmt, da kannst du ja gucken. Und der sechste. Noch vier. Und komm. Der siebte. Jawohl. Und. Meine Füße rutschen. Ja, weil du Schuhe hast. Socken anhast. Und die neunte Wiederholung. Und komm, letzte. Alles klar, gleich im Anschluss, ohne Pause. Hip Thrust, das heißt, wir setzen uns auf den Boden, lehnen uns an. Mach mal hier. Fußspitze nach oben. So, und aus den Hacken nach oben drücken. Ja? Maximale Po-Spannung, hintere Oberschenkel merken wir auch. Kinn auf die Brust, das heißt immer nach vorne schauen. Kriegst du es hin? So, genau. Ja. Und dann 3, 2, 1, 10 Stück. 1 und 1. 2. 3. 3. Das rutscht. 4. 5. War nicht auf dem Boden den Arsch? Musst du nicht, musst du. 7. Warte mal, nicht auf dem. Also du musst nicht wieder aufkommen. Mit den Händen? Nee, ich hab nur gedacht, dass man vielleicht weniger rutscht. Sofa, das Kissen. Und 6 nochmal. Und 7 und 8 und 9. Und den letzten halten wir. Bräuchte man nicht ein Gewicht? 10, nee, wir halten. 5, maximal nach oben. 4, 3, 2, 1. Sieht okay. Richtig dumm aus in der Kamera. Nein, sieht nicht dumm aus. Und machen gleich wieder Sumo Squats. Kurze Pause, gleich Sumo Squats. Simons Lieblingsübung, ja, Simon liebt die auch. Was machst du da? Was machst du da, Lehrer? Du kannst nicht mitten im Workout liegen! Kannst du nicht einmal hinlegen? Legt sie sich hin? Kurz aufschütteln. Okay, zweite Runde. Go Lara, go Lara, go Lara. Danke. Sumo Squats. Schön weit stehen, Füße nach aus. Stand. Okay, Freunde, los geht's. 3, 2, 1 und 1 und 2 und 3. Schön die Knie außen lassen. Und 4. Du machst immer andere Sachen. Und 0. Du machst immer andere Sachen mit den Fingern. 5. Achso. Du machst erst so. Ja. Und 6. Nicht ablenken! Und 7. Moment. Und. Entschuldige, Chat. 8. Ich schalte alle auf. Und 9. Und 10. Hip Thrusts. Ja, mit dem Teppich halten. Ist okay. Kriegen wir hin. Okay, 10 Stück, letzten halten wir wieder. 3, 2, 1, los geht's. 1 und 2 und 3. Ja, genau. Schön die Fußspitze nach oben. 4, 5, 6 und 7, 8 und 9. Letzten halten wir hoch. Komm, Hochspannung. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Oh, komm, einmal machen wir das Ganze noch. Dann sollen wir die Beine schon ein bisschen merken. Geht's euch gut, Chat? Ja, ihr seid fit. Ihr seid, ne? Ihr seid da. Lara, I believe in you. Die Katze geht schon weg. Hallo? Die hat zu spielen draußen, ja. Easy, sehr gut. Klar, klar. Ich bin sowas von unfit. Es ist egal. Wir sind hier, um fitter zu werden. Wir sind hier einfach, um fitter zu werden, egal wie viel er heute schafft. Trinken nicht vergessen. Trinken nicht vergessen, ja.
trink noch einen Schluck, ich trinke noch einen Schluck und dann kommt noch mal. Möchtest du? Ja, du. Ist nicht gut? Ja, Sauerstoff finde ich generell gut. Mal gucken, wie die Katzen halt dann rausgehen. Nicht aus, wir sind rausspringen. Oh, Wind. Oh, das ist ja richtig gut. Oh Gott, das ist ja Hammer. Das ist eine andere Welt. Oh Gott. Oh, Freunde. Oh, ja. Die sind weg. Tschüssi. Ciao, Streamer. Wir haben gerade die frische Luft genossen. Okay, es geht in die dritte Runde mit Sumo Squats und Hip Thrusts. Wie oft machen wir das? Das ist noch einmal. Okay. Und dann wechseln wir die Übung. Okay, Lara? Okay. 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 Alles klar. Sumo Squats. Weit stehen. Knie nach außen. Füße nach außen. Und aufrecht bleiben. 3, 2, 1. Und los geht's. 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und. Aua, das zieht schon in die Schenkel. Ist gut, ne? Ja. Und 6. So viel wirst du nicht merken. Doch. Und 7. Noch 3. Und. Ach, noch 2, Lara. Und 9. Und die letzte. Zack. So, die 10. So. Machen schön Hip Thrust. Po merken, Fußspitze nach oben. Chandela, jeder kann mitmachen, jeder wird fitter. Schon mein Sofa voll Schweiß. Weißt du, was mehr ist als gestern Nacht? Was? Und nochmal die Hip Thrust. 10 Stück. 3, 2, 1. Los geht's. Hoch. Und 2. Und 3 und 4 und die Hälfte schon geschafft. Komm. Und 6 und 7 und 8 und 9. Den letzten halten wir wieder oben. Maximale Po-Spannung. Komm, oben halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sehr gut. Sehr gut. So, das war der erste Komplex. Sehr schön. Ich hoffe, ihr merkt die Beine ein bisschen. Bisschen vorne, bisschen den Po, bisschen hintere Oberschenkel. Das sind die Punkte, an denen ihr es merken solltet, wenn ihr mitgemacht habt. Wir machen ihn einmal und dann brauchen wir wieder Couch oder Stuhl an die Wand gelehnt, wie auch immer. Machen wir einmal Dips für den Trizeps bzw. vordere Schulter. Dips gehen so, ihr stützt uns hinten ab. Zack. Ellbogen zeigen nach hinten, Brust raus und Arme strecken. Arme beugen, Arme strecken. Arme beugen, Arme strecken. Das heißt hier hinten im Oberarm hinten, da sollten wir es merken. Und eine Schulter merken wir es auch ein bisschen. Und das kombinieren wir mit einer Bauchübung. Oh, das ist süß. Hallo. Kleine Katzi. Hallo. Und die Bauchübung, die werden wir werden Scheibenwischer machen. Das heißt, wir legen uns hin, Arme zur Seite gestreckt. Und entweder haben wir die Beine lang oder wir haben sie gebeugt. Wir schauen immer nach vorne und die Beine kippen zur einen Seite, kommen wieder zurück und zur anderen Seite. Kommen wieder zurück, dabei heben die Schulter nicht ab. Schulter sind immer auf dem Boden. Also entweder die Beine gebeugt oder die Beine lang von der einen zur anderen Seite. Okay? Okay, Lara? Okay. Sehr schön. Ein kleiner, großer Stinker. Oh, der Stinker. Ist so süß. Guck mal. Ein Riesenstinker. Guck mal, Katzi, Chat. Guck mal hier. Oh, der stinkt wirklich gerade. Guck mal. Weil du gerade auf Klo warst. Oh, bist du süß. Oh. Guck mal, drin die Arme schon. Jo. Das ist echt süß. Das ist so süß. Okay, die nächsten beiden Übungen. Die nächsten beiden Übungen. So, Lara, wir machen jetzt die Dips. Dips. 3. Warte. 2. 1. Und los. 1. Und 2. Und 3.
Schön den hinteren Oberarm merken. 4. 5. Und 6. Und 7. 8. Noch 2. Und 9. Und 10. Alles klar. Oh. Hallo. Sehr gut. Hinlegen. Das zieht richtig doll. Ja. Aber hier. Hinlegen. Arme zur Seite strecken. Arme zur Seite strecken. Warte. Dann legen wir hier. So. Arme zur Seite strecken. So. Bein hoch, entweder strecken oder beugen. Wir beugen die beide. So hoch. Und dann 5-mal pro Seite runter. Wir fangen links an, Lara. Okay? Und runter, rechte Schulter auf den Boden lassen. Oh, langsam. Und runter, linke Schulter auf den Boden lassen. Und oh, oh, das knackt schön. Ja, gut. Und langsam hoch. Sehr schön. Langsam kontrolliert runter. Und oh, sehr schön. Und was wäre die Alternative? Die Beine nicht so beugen? Das ist die leichte. Und die schwere ist das hier. Genau. Das ist schwerer? Mhm. Weil du größeren Hebel hast. Und. Aua! Sehr gut. Und. So, die vierte. Ja, die Knochen auf dem Boden. Und die letzte. Hoch. Oh. Einmal noch zur rechten Seite. Und wieder. Oh, okay, alles klar. Geht's dir gut? Ja. Wirklich? Mach gleich wieder Dips. Mach gleich wieder Dips. Du. Wenn euch das leicht ist, entweder Beine strecken bei den Dips und auch bei den Windshield Vipers, der Scheibenwischern, die Beine einfach strecken. Wie die Frau lügen kann. Burger mit Döner, wird gefragt. Glaub nicht, dass Döner Burger macht. Meinst du nicht? Genau das gleiche. Nee, für Döler hätte ich was anderes. Döler will ja morgen einen AMG-Stream machen. Gucken, ob das morgen klappt. Wenn es klappt, ist morgen mit Fabian Döler Stream. Aber kein Sport, sondern wir fahren mit seinem AMG durch Berlin City. Gucken wir mal. So, machen wir wieder Dips jetzt, was? Dips. 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 Okay. Zack. Ellbogen hinten, Schulter hinten, Brust raus. 3. 2, 1, los geht's. 1, 2, ich nehme den Spiegel dann. 3, das ist echt geil. Und 4, komm. Und die Hälfte geschafft. Und 6, und 7, und 8, und noch 2, und der letzte 10. Sehr schön. Wir legen uns wieder hin für die Windshield Vipers, Scheibenwischer, Bauchübung. Wie die kommt? Hallo! Arme zur Seite strecken. Füße hoch. Hoch. Okay. 3, 2, 1, 6 runter. Und kontrolliert. Immer schön kontrolliert. Oh. 1. 5 Stück machen wir. Wo soll das ziehen? An den seitlichen Bauchmuskeln. Ach so. Jetzt die linke Seite, sehr schön. Und wenn du hochkommst, jetzt die rechte Seite. Genau. Merkst du nichts? Ein bisschen nur. Die linke Seite. Stimmt, drück mal die Beine ein bisschen mehr. Aua! Warte, das war mein Rücken. Warte. Ach so. Ach so. Ja, das ist mehr, weil das Gewicht so schwer ist. Ach so, ja. Von meinem Bein. Zack. Vierte. Und die letzte nochmal. Aber nach links, aber nach rechts. Und 4,5 und nach rechts nochmal. Und das war 5, das ist ja schön. Was? Gewicht zu schwer jetzt aber rein. Was? Sehr gut, ja, gut. So, einmal machen wir das Ganze noch. Und dann kommt andere Übung. Ja? Ja, Lara? Ja! Noch ein kurzes Schluck, willst du auch Wasser? Bitte.
6. Klaro. Chat, geht's gut. Hm? Hallo sehr, die Momium. Chat. Chat geht's gut. Chat geht's gut. Chat geht's auch gut. So, letztes Mal. Diffs, Scheibenwischer. Merkst du nichts hier seitlich? Seitlich? Okay. Dann vielleicht morgen. Ich weiß nicht, im Bauch ist bei mir. Bist du stark generisch? Okay. Ellbogen nach hinten, Schulter nach hinten. 3, 2, 1. 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr schön. 8, noch 2, 9. Und der letzte. Boom! Nice. Und. Wir legen uns hin für den letzten Windschied. Bypass. Okay. Okay, bist du ready? Bist du ready, Lara? Ready. Wir fangen wieder links an. 5 pro Seite. 3, 2, 1. Los geht's. Schön seitlich kontrolliert. Und hoch. Nice. Kontrolliert. Hoch. Kontrolliert. Hoch. Versucht mit den Bauchmuskeln zu arbeiten. Jetzt die linke Seite. Arbeitet. Links runter. Jetzt arbeitet die rechte Seite. Hoch. Sehr schön. Und das war die dritte von 5. Und nochmal. Zack. 3,5. Und das war die vierte von 5. Und letzte. Hoch. Und rechte Seite. Genau. Und oh, sehr schön. Gut. Gut. Mach doch bei dir. Mach Spaß. War wirklich Spaß? Immer Spaß, ja. Ja? Ja. Gut. Nein, das freut mich. Das freut mich. Cool. Wir machen jetzt ein bisschen was vom Rücken. Was? Ein bisschen was vom Rücken. Ja. Und ein bisschen Stabi. Stabi? Stabi. Was ist Stabi? Stabilität. Wir machen jetzt easy Snow Angels und danach sofort in die Planke, also in den Plank. Also Snow Angels kriegen wir alle hin, dann legen wir uns auf den Bauch. Daumen zeigen nach oben, wir gucken nach unten und dann machen wir so Schneeengel, nur halt auf dem Bauch liegend. Zusammen, nach außen. Und sollten wir hier hinten hintere Schulter, Zwischenschulterblättern, da hier im oberen Rücken ein bisschen was merken. Und danach werden wir sofort in den Plank halten. Wenn wir das nicht im Unterarm stützen können, werden wir die Arme lang machen und halten. Okay? Und das werden wir ohne Pause machen, 3 Stück. Snow Angels, 10 Wiederholungen, Planke. Dann direkt Snow Angels, Planke, Snow Angels, Planke. Ohne Pause dazwischen, okay? Kriegst du Sinn? Ja, ja. Wenn das nicht geht mit Unterarm, Arme lang machen, wer das nicht schafft, einfach auf die Knie gehen, kurz Pause machen, logischerweise, und dann einfach weitermachen. Okay, 3 Stück ohne Pause auf mein Kommando. Okay, nach unten schauen, leichten Oberkörper anheben. Ne, nach unten schauen, Daumen nach oben immer. Und dann 10 Stück. 3, 2, 1, los geht's. Nach hinten und nach vorne. Genau, Daumen immer nach oben und nach vorne. Und 2. 3. Hast du wie viele? 10. Oh Gott. 4. Komm mal. Ja, ja. 5. Warte, ich habe immer Angst, und zu treffen. Ich komme hoch. 6. Und. Ich treffe dich immer. Und. 8. Und das zieht jetzt schon. Ich warte. 9. Und. 10. Wir gehen in die Planke ohne Pause. 3, 2, 1. Los geht's. Also, warte.
Po Spannung, Bauchspannung. Wer das nicht kann, geht einfach Liegestützposition. Ansonsten alle runter, halten kurz. Po Spannung, Bauchspannung. Gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Gleich wieder 10 Stück. Snow Angels. 3, 2, 1. Los geht's. Ich kann diese Planken Sachen nicht. Ist egal, es war doch super gerade. 1, 2, 3, 4 und 5 und 6. Diese Katzenfuseln in meinem Gesicht. 7. Ich mach einfach weiter. Mach weiter. 8. 9. 10. Ich hab die ganze Zeit. Ja. Vielleicht auch dran. Planke! Los geht's! 10. 9, 8, Bauchspannung, Po-Spannung, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und letzte Runde, Snow Angels mit Planke. Pause, ich weiß. Alles gut, alles gut, alles gut. Mach so viel du kannst, nicht zu viel. 3, 2, 1, los geht's. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, oh Gott, es brennt, 6 und 7 und 8 und 9 und der letzte 10 und Planke, die letzten 10 Sekunden, so viel wie ihr könnt, Bauchspannung, Po-Spannung, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay. Ich hasse Planke, ich kann nicht. War gut, war okay. Das war alles super. Jeder hat seine Lieblingshöhe, die der nicht so gut kann. Du machst das. Ich kann die Planke nicht so gut. Du machst einfach so viel oder ja. So, was eben geht. Wenn es nicht geht, geht es nicht. War alles cool. Das war alles super. So. So geil, ist gestern gesaugt wurde und heute ist irgendwie alles. Alles wieder. Die Katze ist voll. Okay, das ballert sehr gut. War gut, Lara. Ja, eben. Du machst aber so viel wie es geht. Wenn du was nicht so gut klappt, dann machst du eben weniger davon. Bis es gut klappt. Ja. So alles, ist alles safe. Leute mitmachen und trotzdem dann so zwischen den Chat schreiben. Ja, super, ne? Ja, in den Pausen und so, ja. Das ist halt so eine geile. Voll geil. Geile Community einfach. Oh, süß. Ach, cool. Okay. Ja, wir machen zum Schluss ein kleines bisschen Cardio. Hampelmann? Hampelmann? Und danach? Sprawls, entweder im Sprung oder im Schritt. Also Hampelmann, ganz easy, auch wieder ohne Pause. Ja. Und dann machen wir Sprawls. Entweder im Sprung, das heißt, wir gehen hier hin, springen hoch. Und wenn das nicht klappt mit Sprung, dann machen wir einfach zack, hoch. Also wenn es nicht im Sprung ist, ist es eben im... wir machen 20, 5. Und das dreimal. 20 Hampelmänner, 5 ja. Scrolls. In welche Richtung machen so. Achso. 20, 5. Ihr macht einfach nur, und Lara genauso, einfach nur so viel, wie es geht. Ich mache die ohne Pause und bestenfalls macht ihr die Chat auch ohne Pause. 20, 5, ballern wir durch. Dreimal. Okay, cool? Okay, cool. Und du machst aber so viel, wie es geht. Ja. Und wenn es hier mit Sprung geht, geht es mit Schritt. Alles klar? Dann 3, 2, 1, los geht's, 20 Stück. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Wir gehen runter. Hier. Oh, warte. 1. Wie machst du das? Entschuldigung, ich bin. 2. Oh mein Gott. 3. Komm da. 4. Wie war die andere immer noch voll? So machst du so. Okay. Dieser 4. 5. Und gleich 20 haben wir Männer. Los geht's. Kommt ihr auch so schnell mit? Ja, die kommen mit. Also kommt ihr so schnell mit, meine ich? Auch. Sehr gut. Ich habe vergessen zu zählen. 10. 20. 12. 13. 15, 16, 18, 19, 20 und 5 Stück. 1. Wie viel soll man davon? 2, 5. Ich kann nicht. 3. Du machst so viel, wie du kannst. 4. Na, Arsch, nicht weiter runter. 5. Komm noch. Ich bin die schlechteste. Ich mach wieder 20. Tut mir leid. Du machst aber so viel wie du kannst. 8, 9, 10. 14. 18, 19, 20 und 5. 1. 2. Mach mal einen Schritt. Pause machen. Mach mal einen Schritt. Ja. Komm mal her. Ja, meine Waden. Du schaffst es. Meine Waden haben sich ausgesetzt. 4. 5. Bonusrunde. Nochmal 20 Pfund. Oh Gott. Weil ich so schwach bin. Nee, weil Chat. Weil Chat gut ist. Also frisch. Warum kriege ich denn die Strafe? 10! Machen wir aber doppelt so viele. 40, 10. 20. 25. 30. 35. 40. 10 Stück. Was machen wir jetzt? Das immer noch? Mhm, 10 Stück. Ich dachte, wir sind damit durch. Ja. Ja. Ich habe einfach mich entschieden, dass wir noch mehr machen. Okay, machst du für mich mit? Ja. 4. Es tut mir leid. 5. 6. 7. Noch 3, Chat. 8. 9. 10. Ja, nee, für die letzte Übung möchte ich nicht. Ach, alles gut. Aber nee. Alles gut. Das war das Workout mit Lara Lauf. Freunde. Hammer. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Schon durch, schon fertig. Schon durch. Ja, meine Beine. Ich spüre meine Schenkel. Das war richtig geil. Ich bin völlig zerstört. Ja. Den Schweiß? Ach, der Schweiß ist ja nicht zerstört. Das war Schweiß ist, hat ein bisschen was gemacht. So, einmal bitte Gino F. an Lara hier fürs Mitmachen. Das ist wirklich richtig cool gewesen. Egal, wie fit ihr euch fühlt oder unfit, das könnt ihr immer zu Hause machen. Ja, wenn ihr Pausen braucht, braucht ihr Pausen. Dann müsst ihr euch nicht entschuldigen oder schlecht fühlen. Das ist nun mal so. Ja, das ist nun mal so. Deswegen, Lara, vielen, vielen Dank. Das war mega. Hast du richtig cool gemacht. Ja. Cool gemacht. Das war schön.